Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei A New Beginning von Daedalic Entertainment. Wir sind hier gerade mal so ein bisschen am Absuchen von der gesamten Anlage, was man hier so machen kann. Nicht hier, sondern verschlossene Tür. So verschlossene Türen wirken ja immer sehr anziehend. Ich gehe nochmal hier zurück, weil da konnte man nichts machen. Und eigentlich würde ich gerne hier durch diese Tür gehen. Wie ich es mir dachte. Abgeschlossen. Tja. Wir gucken nochmal oben. Weil wir müssen ja irgendwie hier einen Zugang finden. Eine Waschmaschine. Ansehen. Lissas alte Waschmaschine scheint sich immer noch gut zu halten. Ein paar Laborkittel und zwei Jeans. Nicht weiter von Interesse. Tja, wir konnten das aber aufmachen. Auf der Maschine steht, dass Duwe heute für die Wäsche verantwortlich ist. Mein Name wird dagegen nirgends erwähnt. Tja, was können wir denn hier noch machen? Wir konnten also die Tür öffnen. Konnten wir denn die Tür auch öffnen? Selbst wenn ich den Schlüssel für die Tür hätte, bezweifle ich, dass ich dahinter etwas Nützliches finden würde. Ich gehe nochmal nach unten. Vielleicht können wir nämlich den Duwe oben weglocken und können dann uns oben ein bisschen weiter umsehen, ha? Dr. Svensson? Am Apparat. Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Und wen? Rufen Sie meinen Sohn aus. Und was soll ich ihm sagen? Er soll ins Funkhaus kommen. Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Zum Funkhaus? Warum sollte er zum Funkhaus kommen? Weil Sie eine Funkmeldung für ihn haben. Habe ich das? Ja, sagen Sie ihm... Seine Frau wartet auf seinen Rückruf. Seine Freundin ist gerade in der Leitung. Sagen Sie nichts, er soll einfach nur kommen. Ich weiß nicht, ob der verheiratet ist. Hier, Freundin. Seine Freundin ist gerade in der Leitung. Zu Befehl. Versuchst du etwa auf diese Weise etwas über sein Privatleben herauszufinden? Er erzählt mir ja sonst nichts. Oh Mann. Ihr Sohn hat nur gelacht und dann aufgelegt. Gut, vielen Dank. So, vielleicht können wir jetzt oben irgendwie uns umschauen. Sagen Sie ihm gar nichts. Dann soll ich ihn gar nicht ausrufen? Nein, ich melde mich dann später nochmal. Okay, tschüss. Ach so, nee, das hat nicht geklappt, oder was? Aber das war, glaube ich, schon die richtige Richtung, glaube ich, oder? Wir gehen nochmal zum Funkhaus. Und zwar... Ich möchte das... Und wen? Meinen Sohn. Rufen Sie meinen Sohn. Und was soll ich ihm sagen? Er soll zum Maschinenraum. Sagen Sie, er soll in den Maschinenraum. Wird gemacht. Nun ja. Da bin ich wieder. Und? Er sagte, wenn ein... Duwe hat wohl nicht gerne... Das war bei dir vor 2 Jahren. Ich bin doch einmal die Woche... Jakob arbeitet hier schon seit 7 Jahren nicht mehr. Oh. Sonst noch was? Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Sagen Sie ihm nichts. Er soll einfach kommen. Nein, damit mache ich mich doch unglaubwürdig. Also gut, dann sagen Sie ihm...
Seine Frau wartet auf einen Rückruf. Richtig aus. Bis gleich. Seine Frau? Meinst du nicht, dass du Bescheid wüsstest, wenn Duwe geheiratet hätte? Ihr Sohn ist gar nicht verheiratet, Dr. Swenson. Jetzt weiß ich es. Sonst noch einen Wunsch? Ach, sagen Sie ihm gar nichts. Dann soll ich ihn gar nicht ausrufen? Nein, ich melde mich dann später nochmal. Okay, tschüss. Wir müssen ihn irgendwie oben weglocken. Das scheint schon die richtige Lösung zu sein. Also, der muss irgendwie, müssen wir es hinkriegen, dass er geht. Funkhaus? Huhu. Jemand ich ausrufen? Möchte, dass... Und wen? Ach, vergessen Sie es. Alles Nein, klar. Ich habe mich verklickt. Oh Mann. Funkhaus. Huhu. Was darf sein? Ich möchte, dass Sie jemanden ausrufen. Und wen? Rufen Sie meinen Sohn aus. Und was soll ich ihm sagen? Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Nee, das hat auch nicht funktioniert. Ach, sagen Sie ihm gar nichts. Dann soll ich ihn gar nicht ausrufen? Nein, ich melde mich dann später nochmal. Okay, tschüss. Okay, also dieses Gespräch hat uns nicht weitergeführt, aber vielleicht, was konnten wir denn noch machen? Barneys Büro und hier Barney. Hier Barney? Ich bin's wieder. Hey, was darf's diesmal sein? Eigentlich wollte ich nur etwas plaudern. Immerhin haben wir uns lange nicht gesehen. Du, ich bin leider gerade noch etwas beschäftigt mit den Investoren. Aber sobald ich fertig bin und der letzte Anzugträger die Insel verlassen hat, komme ich zu euch rüber. Klingt das gut? Das klingt sogar sehr gut. Schön. Wegen meiner Rückreise. Ich denke, wir werden bald abreisen. Was heißt bald? Bald heißt, dass du alles für unsere Abreise bereithalten kannst. Gut. Brauchst du einen Helikopter oder nimmst du den gleichen wie auf dem Hinflug? Ich bleibe bei Oggis altem Militärhubschrauber. Kein Problem. Das ist dann weniger Aufwand für uns. Was brauchst du noch? Ich hadere noch mit dem Hotel. Ich hadere noch mit dem Hotel. Du kannst dich ruhig umentscheiden. Noch ist nichts gebucht. Reserviere mir was im Garden City Hotel. Gerne. Pass auf, ich kann das gar nicht dabei lassen, weil ich kann jetzt nur wieder auswählen, ich überlege noch den Hubschrauber, ich überlege noch das Hotel oder ich kümmere mich selbst drum. Aber ich will mich ja nicht selbst drum kümmern, ich will ja irgendwie, dass das, dass es weitergeht, oder? Tja. Ich bin noch am Überlegen. Entweder den... Wir machen mal den Atlas-Hubschrauber. Ich fliege lieber mit einem der Atlas-Hubschrauber. Alles klar. Ich halte ihn dir bereit. Was brauchst du noch? Mann, da muss doch irgendwie ein Gesprächsstrang sein, der uns weiterbringt. Ich hadere noch mit dem Hotel. Du kannst dich ruhig umentscheiden. Noch ist nichts gebucht. Organisiere mir eine Nacht im Grand Welcome Inn. Wird gemacht. Sonst noch ein Wunsch? Also, du kannst das Gespräch gar nicht so stehen lassen. Du kannst bei den Hotels gar nicht bleiben. Du kannst auch bei dem Hubschrauber nicht bleiben. Du kannst jetzt nur sagen, ich kümmere mich um mich selbst. Ach, ich kümmere mich doch lieber selbst drum. Wie du willst. Das ist ein sinnloses Gespräch. Bis später. Gut, bis dann. Das ist echt doof. Was haben wir denn hier noch? Ich muss die Probe gerade frisch genommen haben, als ich meinen Zusammenbruch hatte. Man kann es kaum noch lesen, aber hier steht etwas in meiner Handschrift. D54H. D54. Das ist die Delta-Alge. Unsere leistungsstärkste Kultur. Ich verstehe nicht, warum Duwe die heute nicht präsentiert hat.
Na also, jetzt haben wir doch wenigstens schon mal eine Nummer. Dann können wir hier aufmachen, durchsuchen. D54H. Wo ist die Delta-Alge? Nichts. Seltsam. Da müssen wir mal Lissa fragen. Lissa? Ja? Nochmal wegen der Alge. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Die will bis auch nicht später. Kurz reden. Bis dann, also irgendwas Ben. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wir gehen jetzt nochmal hier drüben hin und da war ja auch noch, du musst vorher wissen, was du suchst. Das machen wir jetzt nochmal, durchsuchen. Mal sehen, wo ist die Akte für D54H? A, B, D32, B15 und hier kommt schon wieder A. Was für ein Durcheinander. Ich sehe schon, das wird länger dauern als gedacht. Verdammt! Ich habe den kompletten Schrank jetzt dreimal durchwühlt und keine Spur von D54H. Aber wo zum Henker ist sie dann? Ich muss doch nochmal mit Lissa reden. Weil die Einzige, die das wissen kann, das ist eigentlich Lissa, oder? Lissa? Ja? Hast du die Akte der Delta-Alge gesehen? Ach. Was? Du bist keine 10 Minuten wieder im Labor und schon durchwühlst du wieder irgendwelchen Papierkram. Hast du die Akte oder nicht? Nein, und ich empfehle dir auch, weiter nicht danach zu suchen. Vertrau mir da einfach. Es wäre besser für dich. Nochmal wegen der Alge. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Die wollen mit mir nicht über diese Alge reden. Also, das ist doch komisch, oder? Also, warum denn nicht? Was können wir denn hier noch untersuchen? Bis später. Bis dann, Ben. Was können wir denn, wie können wir denn die Alge wieder beleben hier? Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Also gut. Ah, der steht immer noch da. Aber die Waschmaschine läuft jetzt. Das Übliche. Weiße Kittel, blaue Jeans und goldene Handtücher. Wem gehört denn sowas? Erstmal das Wasser abpumpen. Wasser abgepumpt. Fertig zum Entladen. Ist das da wirklich ein Handtuch aus goldenem Stoff? Wie geschmacklos. Hotel Le Comte du Roy. Barcelona. 5 Sterne. Herrgott. Wie kommt das denn hierher? Ein 5-Sterne-Hotel kann sich hier doch niemand leisten. Okay, das sehen wir uns nochmal an. Ein goldenes Handtuch mit eingesticktem Namen. Ein goldenes Handtuch mit eingesticktem Namen. Herrgott, wie kommt das denn hierher? Ein 5-Sterne-Hotel kann sich hier doch niemand leisten. Dran riechen ist natürlich ein bisschen eklig, aber riecht wie frisch gewaschen. Aus dem gleichen Grund ist es auch noch triefend nass. Können wir vielleicht die Algenprobe mit dem Handtuch? Das ist doch Unsinn. Naja, als Nährboden dachte ich. Galli Matthias. Galli was? Ich bin doch nicht mehr Schugge. Ich dachte so als Nährboden für die Alge. Besser nicht. Wieso? Geht das mit Handtüchern nicht? Ich kenne mich da nicht so aus. Und wie geht es dann weiter? Ja gut, so weit habe ich nicht gedacht.
Gut, zieh doch mal deinen Anzug an. Vielleicht reden wir mal mit Duwe über das Handtuch. So, Duwe, was ist denn das für ein Handtuch? Duwe, ich... Was? Ich verstehe das nicht. Woher hast du das Geld für so ein teures Hotel? Das geht dich verdammt nochmal nichts an. Ich dachte, ihr habt kein Geld mehr. Und du fährst einfach so in ein 5-Sterne-Hotel nach Barcelona? Das ist mein Privatleben, verstanden? Damit hast du nichts zu tun. Also verschwinde hier und lass dich bloß nie wieder blicken. Ich will noch in das andere Labor da reinkommen. Wir fragen mal Lissa nach dem Handtuch. Lissa? Ja? Nochmal wegen der Alge. Nein, wegen dem Handtuch. Lass uns über etwas anderes sprechen. Wäre besser, ja. Bis später. Bis dann, Bent. Ich bin noch unsicher wegen dem Hotel. Hier, Barney? Ich bin's wieder. Hey, was darf's diesmal sein? Wegen meiner Rückreise. Ich hadere noch mit dem Hotel. Du kannst dich ruhig umentscheiden. Noch ist nichts gebucht. Wir nehmen das Barcelona Hotel. Buche mir ein Zimmer im Hotel Le Comte du Roy in Barcelona. Bist du dir da sicher? Klar. Ich habe eine Schwäche für dekadente 5-Sterne-Hotels. Das meine ich doch nicht. Das Du Roy ist ein sehr spezielles Hotel. Ist es ein Bordell? Nein. Es ist zwar auch auf männliche Gäste spezialisiert, aber es ist kein Bordell. Sagen wir einfach, dass sich die wenigsten Arbeiter auf unserer Insel dort wohlfühlen würden. Aber Duwe hat sich dort wohlgefühlt. Ich will mich da nicht einmischen. Lass Duwe es dir erklären oder finde es selbst heraus. Kann ich dir sonst noch bei irgendetwas helfen? Was hat es mit diesem Hotel auf sich? Es ist an sich ein ganz normales Hotel, aber mit einer klaren Zielgruppe. Und weder ich, noch du, noch Lissa oder der Doc gehören dazu. Aber Duwe. Ja. Okay. Bis später. Gut, bis dann. Dann habe ich eine Idee. Huhu, was darf sein? Ich möchte, dass Sie jemanden... Und wen? Rufen Sie meinen Sohn... Und was soll ich ihm sagen? Sagen Sie, er soll zum Funkhaus kommen. Sein Freund hat angerufen. Wird gemacht. Wie hast du erfahren, dass Duwe schwul ist? Ach, Bent, guck doch nicht so. Ihr redet doch noch nicht einmal über das Wetter. Wieso sollte er dir dann von seiner sexuellen Orientierung erzählen? Aber ich hätte das doch akzeptiert. Weiß ich denn gar nichts über meinen Sohn? Oh, er kommt jetzt zu mir. Was soll ich ihm sagen, wenn er hier ist? Sagen Sie ihm, sein Vater vermisst ihn. Oh, okay. Hoffentlich wird er nicht wütend. Oh doch, das wird er. Dann müssen wir uns beeilen. Dann müssen wir jetzt oben schnell alles durchsuchen. Der stand ja da vor so einem Schrank. So, der stand ja hier vor diesem Computer. Vielleicht können wir bei dem Computer irgendwie... Nee. Aber wir sollten nicht in die Kabine gehen. Das ist Lissas Bett. Das Einzige, was mir die Aktion gebracht hat, ist ein richtig schlechtes Gewissen. Okay, es scheint ja nicht sehr viel Platz da drin zu sein. Früher war das mein Bett. Jetzt schläft hier Duwe. Ich mach das nicht gerne, aber man lässt mir ja keine andere Wahl. Aha, wenn das mal nicht die verschollene Akte ist. Das ist seltsam.
Die Datenerhebungen enden am 20. Februar diesen Jahres. Entweder wurden die Werte seitdem woanders notiert, oder die Forschung an D54H wurde eingestellt. Das ergibt aber keinen Sinn. Warum sollte jemand unsere beste Alge ausrangieren? Die Datenerhebungen wurden am 20. Was ist an diesem Tag? Ah. Die verschollene Akte der Delta-Alge, unserer leistungsstärksten Algenkultur. Ja, was es mit der Alge auf sich hat, das müssen wir uns, glaube ich, in einer der nächsten Folgen angucken, denn die Folge für heute ist schon wieder... Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat und dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder einschaltet. Ich bin mal gespannt, was es mit der Akte auf sich haben wird und sag dann für heute mal Tschüss, macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao!